Landwirtschaft war schon immer dem Wandel unterworfen und Gesellschaft hat auch immer wechselnde Anforderungen an die Nahrungsmittelproduktion. Vor 40, 50 Jahren ging es darum, Ernten zu sichern und satt zu werden. Heute ist Essen sehr politisch, was wir essen, wie etwas hergestellt worden ist. Und Landwirte müssen heute viel mehr an Erwartungen erfüllen, aber auch in ihrem eigenen Interesse. Wir haben einen Klimawandel, wir merken es, 3 sehr trockene Jahre hintereinander. Und das heißt, wir brauchen viel mehr Fruchtwechsel, Zwischenfrüchte, die gepflanzt werden, um den Boden locker zu halten, um auch Feuchtigkeit zu halten zum Beispiel. Reduktion von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln. Das sind Herausforderungen, aber auch in der Tierhaltung. Tierwohl spielt eine ganz große Rolle. Und Tiere sind Mitgeschöpfe. Und es geht darum, was ist tiergerecht? Und wenn Ställe umgebaut werden, das kostet viel Geld. Und da müssen wir die Landwirte begleiten, denn am Ende werden wir nichts erreicht haben, wenn Landwirte, gerade die Kleinen, aufhören regional und wir dann die Produkte importieren, auf deren Standards wir gar keinen Einfluss haben. Ich habe wirklich große Freude, gerade die junge Generation zu sehen, die will. Die beklagt sich nicht, sondern die sagt, wir wollen Landwirtschaft betreiben, wir sind offen für neue Züchtungen, wir sind offen für Digitalisierung, sagt uns, was wir an Planungssicherheit bekommen, wo ihr uns unterstützt und wir gehen den Weg mit. Und das ist genau mein Ansatz. Ich habe ein Praktikernetzwerk gegründet mit denen, die wirklich draußen im Feld auch stehen und im Stall stehen. Und wir sind in Deutschland führend und das werde ich auch einbringen jetzt bei unserer EU-Agrarministerkonferenz, die in Deutschland stattfinden wird.